Hallo meine Lieben und wieder einmal heiße Küche alle da draußen. Herzlich willkommen zurück zu The Witch in the Hundred Night. So, alles bereit? Habt ihr es euch bequem gemacht? Sitzt ihr auch gerade? Kinners, hockt euch vernünftig hin. Glaubt mir, so ein dauerhaftes Rückenproblem ist echt nicht so prickelnd. Ich weiß nicht, ey, ohne Scheiß. Ich finde Malia immer so heiß. Aber ich weiß halt einfach, wie sie in ihrer Jugend war. Und das fand ich irgendwie nicht so cool. Die war schon irgendwie so ein kleines Miststück. Naja, also Malia ist ja jetzt mal alles andere als hässlich, also. Ja, Visco. She's pretty. Okay. Kriegen wir jetzt wirklich einen Wunsch erfüllt? Also ich hätte ja einen. Ich hätte ganz gerne das Spiel The Witch in the Hundred Night 2. Am besten jetzt. Ich glaube, das ist etwas, das kann man auch nicht mal mit Magie erfüllen, diesen Wunsch.
Ja, ich habe irgendwie auch so das Gefühl, dass sie irgendwie versucht, den Leuten ihre Wünsche auszureden. Was ist denn das bitte? Was wird sich Lia wünschen? Wieso verrät sie es nicht? Warum lässt sie nicht die Bombe platzen? Thank you.
Sie wünscht sich, sie wäre von einem Baum geboren worden. Cool. Also stimmt das jetzt? Oder ist das jetzt... Was ist das hier? Also jetzt wird gesagt, sie hat Eltern. Aber wir wissen ja, dass sie... Dass Malia ihre Mutter ist. Im übertragenen Sinne. Und dass sie ja eigentlich von einer Blume oder einem Baum im Sumpf gewachsen ist. Und jetzt heißt, sie hat Eltern... Ein Vater und eine Hexe als Mutter. Ist vielleicht dieser Mann, der diesen Turm hier erklommen hat. Und der krank war. Ist das vielleicht unser Vater gewesen? Ich habe einen Wunsch. Ich würde ganz gern sprechen. Natürlich können wir keinen Wunsch abschlagen. Ja. Hoffen wir mal, dass mein Wunsch von The Witch in the Hundred Nights 2 irgendwann in Erfüllung geht. So, Turm erledigt. Oh, schön makaber.
Genau, mich brauchst du gar nicht fragen. Tja, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Sowas hört man doch immer gerne. Thank you.
Wow. Hä, wie gemein. Jetzt zum Ab. Aber es ist wieder voll Metal Gear Style. Das ist. Das ist ihr Ding, ne? Immer so. Die Leute einfach permanent ärgern und piesacken und runterziehen. Harte Schale, liebevoller Kern. Unlock the basement in the Tower of Illusion has been added to Matthias' bucket list. What is this? Bucket list. Basement, bucket list, decrease karma, Tower of Illusion, B floors, unlock the Tower of Illusion, B floors. Ja, wir haben eh so viel, ich weiß ja gar nicht wohin mit dem Scheiß. B floors, okay. Hä? Was denn? Ist das, soll das so sein, dass da so ein... Hä? Kann das sein, dass hier irgendwie ein Fehler im System ist? Guckt euch das an. Die bleiben da, die Symbole. Ist ja dumm. Nein, warte auf mich. Okay, noch einmal kurz schnell gespeichert. Ich will jetzt nicht wirklich in den Turm, ich will mir das nur mal kurz angucken mit dem B-Floor. In welcher Ebene waren wir dann? Waren wir jetzt die ganze Zeit auf C? Hundred Knight, what are you doing here? Ich hatte Sehnsucht nach dir. You stupid idiot. Aua.
das noch ein Geheimnis des Turms? Was für ein Geheimnis? Ah. Der Turm geht also auch noch nach unten. Geht jetzt 100 Ebenen nach unten. Eine unendlich große Höhle. Okay. Das klingt doch was für uns, oder? Okay. Ich hab's dir versprochen, Maya. Ich pass für immer auf Lea auf. Und so beginnt Lea und 100 Nights nächstes Adventure. Abenteuer. Das ist krass. Okay, wir gucken nur einmal kurz, wie das auszusehen hat. Dann gehen wir hier auch gleich wieder raus, weil... Oh, ja, hier. Minus. B1. Ha! Das ist super gut. Moment. Wir nehmen mal legendär. Jetzt pass auf. Ist. Und okay, und wenn ich jetzt sage nochmal ein super starkes S. Tower Level 32, Gegner Level 99. Seht ihr das? Wie hoch die Prozente bei Legendary Increased Rates sind? 1200. Droprate von 184%. Oh, God damn it. Oh, Moment. Bla bla bla.
Boah. Aber ohne Scheiß, wenn die Gegner Level 99 sind, da kriegen wir, glaube ich, richtig Probleme. Ich bin erst Level 81. Aber cool wär's schon. ...1200% auf legendäre Items. Ich kann's nicht leugnen, ich find's gut. Ich find das so strange. Mit diesen... Jetzt haben wir den Flur nach unten, wo wahrscheinlich ebenfalls... Kann ich da jetzt endlich rein? Come back later. Ey, das würde mich ohne Scheiß interessieren, was hier hinten drin ist in diesem Haus. Owner Miel. Wer ist Miel? Wenda Chenma. Kenma. Wenda Chenma. Ich überlege gerade, ist das der Raum, in dem wir heraufbeschworen wurden? Ganz am Anfang, die hat uns ja in irgendeinem Kellergewölbe oder so heraufbeschworen. Okay, Leute, was glaubt ihr? Sollen wir es wagen? Oh, der Bosskampf, der kann schon ziemlich krass jetzt werden. Ich habe keine Ahnung, ob wir sie besiegen können mit unseren aus dem Turm zusammengesammelten Waffen. Ich hoffe ja schon. Denn jetzt, wo wir den Turm erledigt haben, will ich jetzt hier auch mal weitermachen. Okay. Amataya Green Gate. Wir haben jetzt überhaupt keine Punkte, ne? Ja, ich hab da eine gute Idee. Meine Lieben, wir sind am Ende dieser Folge. Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Ich werde bis dahin... ich werde den Boss natürlich nicht machen, das wäre ja absolut nicht zu vertreten. Ich werde aber hier ein paar Gegner kloppen, damit wir ein paar Great Points bekommen, die wir dann einsetzen können, um zumindest den Angriff voll hoch zu leveln. Eventuell noch die Verteidigung. Mal gucken, wie viele Punkte ich zusammen kriege. Aber damit ihr das nicht mit ansehen müsst, wie ich wieder hier durch die ganze Festung fetze und versuche, einen Gegner nach dem anderen umzuholzen, mache ich das ohne euch. Aber wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und dann werden wir auf jeden Fall mit 100%iger Hoffnung werden wir uns gegen Dark Witch, Scum Witch Belda, wie auch immer sie sich jetzt nennt, kämpfen und wir werden das Miststück in ihre Schranken weisen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch eine schöne ruhige Nacht, einen schönen sonnigen Tag, wann immer ihr dieses Video seht und macht das gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.